Okay, heute geht's rein mit dem Bite-the-Bullet-Build. Wenn wir uns healen, dann sind wir komplett leise. Das kann einige Killer komplett verwirren, vor allem mit Overcome und Lucky Breaking Combo. Overcome einfach, wenn wir geschlagen werden, dann bekommen wir einen Speed-Boost und Lucky Break. Wir haben 60 Sekunden lang keine Marks hinter uns. Marks. Oh, mir geht's gar nicht gut. Ein Troubleshooter habe ich einfach mit dabei, weil das einer meiner Favorite-Perks momentan. Ja, jetzt haben wir gar nichts mehr in unserem Leben, ne? Schade. Imagine, es hat direkt funktioniert. Es wäre auch zu nice gewesen. Was? Ich dachte gerade wirklich, er wäre gewolltet. Holy shit. Mann, er hat natürlich vier Monger und ist Rave, der hinter mir auftaucht mit der Silent Bell, oder was? Obwohl, war ja nicht mehr Silent Bell, es war, wie heißt das Addon? Ach, egal. Das Addon, wo man die Glocke über die ganze Map hört. Das meine ich. Sehr, sehr painful. Aber ihr habt's gesehen, das hat fast funktioniert. Lady! Junge, ja, okay, wirklich. Mein Lucky Break wird einfach nur gewastet jetzt von dir gerade wieder, aber okay. Wirklich. Alles gut. Last you try. Oh mein Gott, ich komm! Bruder, das Addon müsstest du jetzt bitte verstehen mal. Das wäre wunderschön. Wär ehrlich, sehr, sehr cool. Ja, Bruder! Okay. Egal. Alles gut. Ja, vier Monger ist halt der ideale Counter zu dem Bild gegen Rave mit der fucking... Boah, Bone Clapper? Ist das Bone Clapper Addon? Boah, ich bin heute generell schon ziemlich durch den Wind. I don't know. Ich bin kein DBD-Experte, wenn ich durch den Wind bin. Normalerweise aber bin ich natürlich die Nummer 1. Oh, gosh. Junge, die Klödie hat aber auch richtig Angst, oder? Die Klödie hat richtig Angstzustände. Der Frau geht's gar nicht gut. Der Frau geht's wirklich gar nicht gut. Okay. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir nächstes Mal früher mitbekommen, wenn Rafe Boy hier ein bisschen Dinge linkt. Ja, die Yunjin ist wahrscheinlich gleich der Cheese. Und wir sehen sie ja auch nicht wegen vier Monger. Ich sehe sie halt auch so einfach nicht. Wird wahrscheinlich irgendwo im Building drin sein oder hinter dem Building. Klödias verletzt daneben, hat sie gerade einen Hit getankt. Hat sie gerade wirklich einen Hit getankt, einfach. Leute. Ich habe Angst um die Runde. Jetzt schon. Fucking hell. Aber egal. Es wird schon alles noch gut laufen, ne? Achso, ich bin ja geheilt. Ich wollte mich gerade selbst healen. Oh Gott. Aber alles gut. Wir bekommen das hin. Wir müssen glauben. Don't stop believing. Mir geht's ganz schrecklich. Oh Gott. Ich fang sogar schon an zu singen, Mann. Uiuiui. Ja, den Heal ballern wir durch. Warum hast du dich sterben lassen, hä? Warum hat sie sich sterben lassen? Warum? Oder, hä? Bin ich gerade dumm? War ihr Timer schon so low oder was ist gerade passiert? War ihr Timer so low und ich habe zu sehr auf meine Perks geachtet als auf sonst was? Oder? Es tut mir echt leid, wenn es so war. Wenn du dich einfach sterben lassen hast, dann bist du ein Idiot. Dann habe ich gar keine Barm für dich. Dann sehe ich gar nicht ein, was ich überhaupt sagen sollte. Also Idiot. Das ist natürlich klar. Das ist auch wichtig, das zu sagen dann. Okay. Aber Bite-the-Bullet ist auf jeden Fall
Nicer Perk. Dass das funktioniert hat, ist so Bullshit aber auch. Das ist so Bullshit. Dass das funktioniert hat, ey, oh Gott. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Never, never, never hätte das funktionieren dürfen. Schade. Nein! Ich hätte weiter rüber gehen müssen. Schade. Mann, hätte ich das richtig geplayt, wäre das noch viel geiler gewesen. Aber es war so auch schon ziemlich sick. Ey, ich liebe dieses Bild. Probiert's gerne aus. Statt Troubleshooter könnt ihr auch Plot Twist reinnehmen oder Self-Care tatsächlich auch richtig geil. Kann man auf jeden Fall machen. Oh, es ist so sick einfach. Ich liebe dieses Bild so sehr. Ja, werden wir jetzt sterben, weil der Mate keinen Bock auf mich hat? Scheiße. Fuck. Leute. Ich glaube, das war der einzige gute Play, den ihr sehen werdet im heutigen Video, weil ich bald sterbe. Nee, okay, sie kommt. Oh gosh. Oh my gosh. Hoffentlich werden wir nächstes Mal aber einen Killer erwischen, der halt nicht gerade Rafe ist mit der Addon-Kombi und mit Fearmonger und so, wisst ihr, haha. Hihi. Oder bitte heal mich, danke. Oh, Kuss. Amare. Wollen wir drüber reden? Ja, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir weg, ne? Jetzt würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, um wegzugehen. Okay, alles clear. Ha! Loser. Ja, try me, Pia! Try me! Nee, du wirst mich nicht umbringen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, Homie. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Du bekommst gleich noch ein paar Claps, wenn du das weitermachen willst. Gib dir gleich einen Clap auf deinen Arsch, Homie. Den Generator werde ich auch weitermachen, einfach nur um dich abzufacken. Mein Bruder. So läuft das hier schon mal gar nicht. Bisschen Respekt im Alter gegenüber, ne? Jetzt habe ich natürlich wieder Angst, dass sie hier gleich kommt, aber nee, ist nicht bei mir. Nass. Okay, sick, 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 sick. Dass wir das überlebt haben, dass der Heal auch genauso gut durchgekommen ist, dass wir uns noch schön mit dem Medkit fertig healen konnten. Richtig nass. Warum habe ich eigentlich gerade abgewartet, dass ich meine Endurance zurück... Endurance, sage ich schon. Dass ich meine Exhaustion wegbekomme? Okay, egal. Egal, all good. Wir müssen einfach nur ruhig bleiben. Ah, das Bild macht so Spaß. Ich glaube, das Bild werde ich in den nächsten Folgen öfter runnen. Es macht halt so viel Spaß. Das Geile ist auch, wir werden in den nächsten Folgen dann wahrscheinlich sogar schon das neue Update haben mit dem Self-Unhooking, wenn der Killer campt. Das finde ich persönlich ja richtig interessant. Wie hat er das blockieren können? Wie hat er das blockieren können? Was? Sorry, das verstehe ich gar nicht. Warum, warte, warum bist du hier? Hä? Warum wurdest du gerettet? Bist du überhaupt jemals gehangen? Warum laufen wir gerade? Hallo? Mates? Ja, komm. Hier drinnen sind wir sicher. Hier drinnen truste ich dir. Wir beide gegen den Rest der Welt. Ich truste gar nicht. Stirb. Shit. Ja, wir sind halt beide auch Deathwook. Unlucky des Todes.
eigentlich hätte er halt auf Clydia gehen müssen, damit wir eine Chance hätten, aber obvious ist das jetzt nicht so sein Play gewesen. Schade, sehr, sehr schade. Ich habe auch nicht mehr viel von meinem Medkit übrig. Ist auch ziemlich, ziemlich schade. Aber ey. War trotzdem eine funny Runde schon, egal wie das Ganze ausgeht. Wir werden es akzeptieren und annehmen. Fast eingeschlafen, als ich kurz die Augen zugemacht habe. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin heute so müde. Ich bin so fucking müde heute. Es ist wirklich crazy. Aber ey, jetzt schauen wir mal vielleicht, dass wir unseren Mate finden. Hallo? Das ist ja mal ziemlich gut da, oder? Das ist ja super gut. Da nehmen wir den schon mal gleich mit. Let's go. Rein, rein, geht's. Komm. Komm mit. Wir machen den Generator hier einfach. Wir machen gar nichts. Piss dich von mir. Ich hasse Raves. Oh ja, ich versuche weiter den Generator zu machen. Ich glaube nicht, dass wir das aber noch schaffen werden. Ja, der weiß jetzt auch, wo ich bin halt. Warum kann ich die Pellet nicht ziehen? Das frage ich mich halt ehrlich. Bruder, was? Dachte ich mir schon. What the fuck? What the fuck sehe ich da gerade? Ich musste es probieren. Ah, das ist so geil. Es macht ehrlich so Spaß. Probiert's bitte mal aus. Wenn ihr beide Bullet habt, probiert's bitte aus. Es ist einer der geilsten Perks im ganzen Spiel, in meinen Augen. Ich liebe diesen Perk einfach nur. Leider hatte ich nicht genug Medkit Juice, sonst wäre ich noch weiter in die Ecke gelaufen und hätte mich da hochgeheilt. Leider hatte ich auch kein Lucky Break mehr, aber... Oh... Das war wieder so eine geile Runde, ey. Das war einfach nur eine geile Runde. Das war einfach nur sick. Da gibt's auch nochmal ein GT natürlich. Und dann gucken wir mal, was die Leute hier mit dabei hatten. Natürlich können wir uns auch die Profile... Natürlich können wir uns auch mal... Ich kann keins von denen angucken. Warum? Warum hat jeder sein Profil auf privat? Leute, ich will doch nur gucken. Hey, gönnst du dir die Hedge oder was ist da gerade los? Adrenaline, weil die Hedge zugemacht hat. Der gönnt gar nichts. Der gönnt gar nichts, der Minion. Gönnt er doch, hä? Ja doch, der gönnt anscheinend gerade das Gate. Gönn ich Clydia auf jeden Fall. War eine nette Runde. Nächstes Mal hoffentlich genauso gut mit beiden Bullet. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir verarschen Killer mit beiden Bullet.